Das Wochenende der grossen Meisterschaftsentscheidungen. Nicht nur im Fußball sind die Würfel gefallen, seit gestern steht auch der Schweizer Eishockeymeister fest. Die ZSC Lions haben das 7. Finalspiel gegen Lugano auswärts für sich entschieden und sind dann in der Nacht auf heute in Zürich frenetisch empfangen worden. Die ZSC Lions sind Schweizer Meister. Und das muss natürlich gefeiert werden. Rund 4 Stunden nach Abpfiff in Lugano kommt das Team in der Messe Zürich an. Vorneweg Meistercoach Hans Kossmann. Es ist immer schön, zu Hause kommen, wenn die Fans noch wach sind. Unzählige ZSC-Fans sind in dieser Nacht noch wach, feiern mit ihrem Team. Besonders speziell ist der Titel für Matthias Seger. Nach über 1100 Spielen in der höchsten Liga verabschiedet er sich mit seinem 6. Meistertitel von der Hockeybühne. Pius Sutter hingegen hat seine ganze Karriere noch vor sich. Für den 21-Jährigen ist es der 1. Meistertitel überhaupt. Ja, unglaublich. Eine riesige Stimmung, macht unglaublich Spass. Und ja, eben, beste Stimmung. Ja, sie sind ja eine lange Busfahrt gehabt und sie schon ein bisschen, sie können auf das vorbereiten, was jetzt kommt. Nein, überwältigt worden, als wir noch reingelaufen sind, wo alle rumschreien. Es war lange Fahrt und wir haben durchgefastet. Bis früh in die Morgenstunden lassen die Fans und das Team die Puppen tanzen. Und auch in den nächsten Tagen dürfte in Zürich gefeiert werden. Titel Nummer 9 für den ZSC nach einem packenden Playoff. Im 7. und entscheidenden Finalspiel in der Resiga holen die Zürcher den Kübel. Natürlich hat die Legende Matthias Seger den hässlichsten Pokal der Schweiz als erste in die Höhe stemmen. 68 Spiele lang war die Saison mit den Playoffs für die Zürcher. Aber das Entscheidende ist das Letzte, das den Meistertitel bedeutet hat. Gestartet hat die ZSC Partynacht auf dem Eis direkt nach der Schlusssirene. Partystation 2 war dann die Kabine. Grenzenlose Freude mit der traditionellen Bierdusche und dickem Stumperauch. 4 Jahre haben Zürcher müssen warten, bis das Meistergefühl wieder haben dürfen, er und ausleben. Für die grösste Party ist die Mannschaft mit dem Gar auf Zürich. Und da hat sie den Michael Lerch am Morgen um 3 mit tausenden Fans erwartet. Zürich brennt. Ein Fackelmeer und Tausende von Fans empfangen am Morgen um 3:30 den Schweizer Meister ZSC. Die Messehalle ist ein einziges Tollhaus. Der Meistertitel wird zusammen mit den Fans richtiggehend zelebriert. Jeder Spieler wird einzeln aufgerufen und darf den Pokal in die Höhe stemmen. Jetzt können wir einfach mit den Fans zusammen feiern. Sie haben das genauso verdient wie wir. Sie haben uns immer unterstützt. Und ja, jetzt ist es einfach geil. Jetzt gibt es einfach ein geiles Partywochenende. Sensationell, eben kurz. Ich glaube, wir müssen länger warten, weil Lugano liegt halt gar nicht am Weg. Aber umso schöner ist, dass uns x-tausend Leute so dann empfangen. Die Meisterparty wird durch einen hart erkämpften 2:0-Sieg in Lugano überhaupt erst möglich gemacht. Fast 3'500 ZSC-Fans schauen den Match im Public Viewing in der Messehalle. Wo kurz vor Schluss die Entscheidung fällt, gibt es kein Halten mehr. Ich habe zittert die ganze Zeit, aber wir sind Meister! Ich kann nichts sagen, es ist auf der Hammer! Meister! Euphorisiert sind auch die Spieler. Die Garderobe wird kurzerhand in eine temporäre Festhütte umgewandelt. Das beste Gefühl gibt es gar nicht. Es ist so geil. Ich weiß, mir fehlen die Worte. Wir haben es allen gezeigt. Wir haben die Playoffs, wir haben unglaublich gespielt. Wir sind alle so rausgekommen und haben einen riesen Playoff angelegt und sind an den Kübel gekommen.
Während Spieler sich bald auf den Weg Richtung Zürich machen, versammelt sich ein kleines Fangrüppli auf dem ZSC Lionsplatz. Das neue Schild ist nämlich eingetroffen mit der Ergänzung «Schweizer Meister 2018». So abergläubisch bin ich, dass ich sie erst dann mache, wenn es soweit ist. Ich war jetzt bei meinem Sohn daheim und habe sie jetzt noch fertig gemacht. Und ist es wirklich jetzt erst etwa 5 Minuten oder 10 Minuten alt. Und natürlich wird das Schild dann auch noch gerade in der Nacht montiert. Ehre, wem Ehre gebührt. Ein paar Stunden später ist es dann endlich soweit. Der Teambus trifft ein. Zuerst steigt der Meistertrainer Hans Kussmann aus und präsentiert den Fans über die Abschrankung den Pokal. Was darauf folgt, ist eine lange blau-weiß-rote Partynacht. Ja, und er hat die Hauptrolle gehabt beim ZSC, der Matthias Seger. Zwar ist er in seinem allerletzten Spiel gestern nur ein paar Sekunden auf dem Eis gestanden, aber er gehört zu den allergrössten im Schweizer Eishockey. Seine Rekorde sind unglaublich, fast 1200 Spiele und 22 Saisons ohne Unterbruch in der höchsten Schweizer Spielklasse und dazu über 300 Spiele mit der Nationalmannschaft. Nummer 15 vom ZSC, ein Teamplayer, ein Vorbild und ein Leader. Der Orgetorix Kuhn hat den Segi durch die Meisternacht begleitet. Der Matthias Seger stemmt zum Karrierenende nochmal den Meisterpokal in die Höhe. Schöner hätte es kaum einen Drehbuchautor erfinden können. Im Moment bin ich die glücklichste Person auf dem Planeten. Es war ein Traum. Und der Traum ist wahr geworden. Es ist genial. In der Finalissima steht der 40-Jährige zwar nur die letzten 19 Sekunden auf dem Eis. Das Spiel ist hier schon entschieden. Die Fans feiern ihre Clublegende trotzdem wie den Meisterschütz. Und der Teamkollege verwandelt sich auch gerade in Matthias Seger. In der Kabine ist die Profikarriere vom ZSC-Held dann endgültig vorbei. Schlittschuhe weg, Hose runter. Auch wenn er in der Finalserie fast nie gespielt hat, ist Matthias Seger für die Teamkollegen ein Schlüsselspieler geblieben. Wenn es einer verdient, dann so abzureden, ist wirklich der Segi. Ich glaube, er hat so viel gegeben an diesem Club, dieser Stadt. Und er hat es wirklich verdient, so abzureden. Und vor allem auch uns jungen Spieler hat er so geholfen. Er ist mein grösstes Vorbild und ich habe so viel gelernt von ihm. Und er wird ein riesen Loch hinterlassen. Die ZSC-Ära von Matthias Seger fängt 1999 an. In dieser ersten Saison zu Zürich greift der Segi auch das erste Mal nach dem Meisterkübel. In 1167 Meisterschaftsspielen kämpft er um den Sieg. In so vielen Spielen wie kein anderer. Holt dabei 6 Meistertitel. Auch das haben sie nur wenig geschafft. Unvergessen natürlich das Bild nach dem Meisterfeier 2012, wo der gebürtige St. Galler den Pokal im Tram mit heimnimmt. Aus dem Tessin kommt der Pokal mit dem Gar heim. Beim Empfang im Public Viewing tönt es ähnlich wie im Stadion zu Lugano. Der ZSC-Präsident fasst in Wort, was die 1000 Lions-Fans denken. Wir haben dem Matthias Seger sehr, sehr viel zu verdanken. Und es ist wunderbar, dass wir jetzt das Pünktchen auf sie können machen von seiner Karriere. Die Seele wird nie verloren gehen. Er wird immer bei uns geistig bleiben, da bin ich überzeugt. Als Dank hängt das Liebli mit der Nummer 15 schon bald unter dem Hallstadion-Dach. Bei den Meisterfeier und den Fanselfies wirkt die ZSC-Kultfigur nachdenklich. Der gestandene Profi sucht nach den richtigen Worten. Ich meine, es sind geniale Minuten. Ich meine, es ist das Schönste, was es gibt. Ich meine, es sind all die Minuten, die ich mir gewünscht habe. Zum Schluss gibt es für den Matthias Seger Umarmungen der Fans. Ab morgen heisst es dann Kopflüften. Mit der Familie reist er auf Australien. Weiter weg von Zürich und vom ZSC geht es kaum.